Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VR mit dem Chris. Hallöchen, Popüchen. Ekelhaft. Hier war eben ein Pachi. Hast du das Pferdegeräusch gehört? Ja, den esse ich auch gleich. Hier ist irgendwo ein Pachi. Ja, jetzt muss ich nachher langsam was essen. Ah, da können wir eigentlich auch zu Maya gehen, ne? Kannst dich bei Maya satt versuchen. Ja, dann müsste ich Relog machen. Ja, wer weiß, vielleicht ist jetzt, wenn du jetzt Abstand gewonnen hast, weißt du, vielleicht korrigiert er das dann, wenn er das nachliegt oder so. Ja. Acht. Boah, wie so ungeschickt von mir. Blut ist auch aus einer sehr pikanten Stelle, muss ich sagen. Also bist du definitiv das Weibchen? Nee, du. Aber, nö, das sieht aber anders aus. Ich war jagen. Ja. Ich bin ja auch der mit der goldenen Krone hier. Meine Löwenmähne quasi. Ja. Yeah. Ich muss noch mal zum Wasser, ich habe mich gar nicht volllaufen lassen. Aber wo ist der olle Pachi? Ah, der Pachi bricht ja auch schnell das Bein, glaube ich. Da muss man immer aufpassen. Ja, da muss ich. Pop. Unsere Knochen scheinen doch sehr instabil zu sein. Das ist ein Rookie. Hast du den nicht gesehen, den Jutta? Der ist gerade gespawnt. Hat er dich angegriffen? Nee, aber Junge, warte, nicht normal. Ich bin nicht so nett. Der kam eben richtig auf dich zu und. Ja, der hat aber. Brrr gemacht. Da oben ist doch was, oder? Keine Ahnung. Das hier, der olle Pach hier ist ja vorne irgendwo. Da ist der Jutta noch. Der Pachi sitzt hier irgendwo. Ich glaube da oben. Sucht er den Pachi, oder? Der Jutta? Kann sein. Aber ich glaube, der Jutta ist gerade erstmal gespawnt. Warum antwortet der blöde Pachi? Ich wette, der sitzt da oben. Ist das nicht da oben einer? Wo? Ach, du bist so assi, ey. Ich glaube, hier sitzt gar nichts. Das kam von hier. Hier irgendwo ist ein Pachi. Da oben sitzt aber nichts drauf. Er verarscht uns. Er sitzt hier irgendwo in der Büsche, glaube ich. Von mir aus. Wo bist du jetzt? Nicht, dass du jetzt in einem Busch sitzt. Nee, ich bin schon weiter vorne. Ach da. Ja, das ist irgendwie so durch die Büsche beißen. Das ist asozial, ne? Ja, ja, deswegen. Das wäre ja auch Killen aus Sportgründen. Kannst du gebannt werden. Nö, ich suche ja Nahrung. Ja. Guck mal da. Ach nee, das ist der Jutta noch. Ich gehe jetzt nochmal schnell was trinken. Let's take a drink. Man muss mehr lispeln dabei. Let's take a drink. Genau. Wenn ihr euch fragt, was das soll, das ist ein Insider. Es ist einfach nur ein Insider. Ich kenne nur Leute, die auch wirklich zugeguckt haben. Im Stream. Im Stream. Let's look a stream. Let's look a stream. Schade, dass das auch nicht mehr weitergeht. Ja, irgendwas, gab's da Probleme, ne? Ich glaube, bei dir ist das abgespackt, beim Knotencode ist das abgespackt, das Spiel. Irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Major ist immer rausgeflogen. Oh, da wissen wir ja nur, woran das liegt. Also ich habe das, die Safecams sind ja noch safe, die habe ich gesichert, also. Ich habe ja auch schon die High-Definition-Version davon, die mega gut ist, ne? Läuft super und so, aber will sich ja keiner kaufen. 15 Euro. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr Leute, das ist es. Ja, ja. Das Ding ist, wir müssen halt von vorne anfangen. Was ich nicht schlimm finde, ist ja alles neu aussieht. Na, aber gleich. Sieht echt mega schick aus, ne? Aber nichts zu sagen. Ja, gut, ansonsten machen wir das zu zweit einmal, mal gucken. Ja. Meine ist echt halt kein Vergleich zu dem, ne? Ist aber echt, ich mag dieses diesige über dem Urwald, so, das ist cool. Ach, hier jetzt, endlich, ne? Schöne Geräusche. Ja. Die Bäume sehen auch nicht ganz kaputt aus in der Ferne. Ja. Das so, da unten ist mehr so Sumpf, glaube ich. Ne? Sind auf jeden Fall viele Dinos. Ich glaube, so eine richtige Sumpflandschaft gibt es hier auch noch. Aber wir sollten mal irgendwie ein bisschen zusammenbleiben. Also wie gesagt, die ganze Umgebung, das gefällt mir. Das ist mega stimmig. Ich bin ja alles. Gar nicht mehr in der Gruppe. Ich lade dich nochmal ein. Achso, stimmt. Marie, look.
viele Punkte habe ich eigentlich schon? 56. Also es wird noch ein paar Folgen hier beinhalten, das Ganze. Wahrscheinlich, ja. Ist das schon die dritte? Ja. Echt? Ja, ja, schon, wir sind gleich schon mehr mit durch, ja. Da liegt der Maya. Sehr schön, der liegt da noch. Ja, bei mir liegt er noch an der gleichen Stelle. Ja, guck mal, ob du den fressen kannst. Ja, egal. Probieren wir einfach mal. Manchmal geht das auch, dass du den dann aus der Ferne fressen kannst. Hier liegt er bei mir. Ja, der ist einfach gar nicht da bei mir. Das ist konsequent weg. Was ein Quatsch, ne? Was ein Blödsinn, ne? Ja, also ist er hier. Hier ist er gestorben. Für uns beide, aber ist dann weitergerutscht. Im Laufen, wegen dem Laufen. Mega toll. Ja, ich hab noch genug. Also, das ist in Ordnung. Das passt alles noch. Also, diese Folge muss ich noch nicht essen. Wäre aber natürlich schön, wenn ich schon irgendwas naschen könnte. Was naschen? Wollen wir runter ins Tal, oder? Ja, ne? Mir ist halt wurscht, wo wir hingehen. Ist ja auf jeden Fall vieles neu gemacht hier, ne? Ja. Sehr schön stimmig das Ganze. Übrigens war der T-Rex nicht assi und die anderen, die da runtergekommen sind. Also bis jetzt muss ich sagen, toi toi toi, Leute, ne? Also, es gab ja auch keinen Grund, lag ja genug Nahrung rum. Die aber Kleinen erbeutet haben und die Großen fressen sich dran. Satt, weißt. So, hier kommen wir nicht runter? Doch, hier. Echt? Ja, hier ist ein Weg. Hab ich gar nicht gesehen, siehst du. Okay, Rex ist irgendwo hinter uns. Also man kriegt halt immer so ein bisschen Beklemmung, finde ich, wenn so ein Rex einen verfolgt. Also das ist bei jedem anderen wäre. Außer beim Spino. Das hat so, weißt du, das ist ein großer Bruder, der Spino. Der hat uns nicht zu töten. Wir sind ja die gleiche Familiengattung. Aber man weiß ja immer, wie asozial manche Leute drauf sind und einen dann verfolgen und einen einfach nur aus Spaß töten. Aber ich glaube, die nehmen das hier tatsächlich ein bisschen ernster. Wenn man die Community kennt, ne? Community, die so scheiße geworden ist in dem Spiel. Du siehst ja, es gibt noch Menschen, die das gut spielen hier. Die nicht einfach sportlich umherrennen. Ich meine, er hätte uns beide kalt machen können, der Rex, ne? Auch der Spino. Richtig. Guck mal, wie dicht ich dran war. Ja. Weil der Jutta hätte uns auch einfach beißen können und so ein Kack, ne? Schon wieder dunkel? Es wird schon wieder dunkel. Aber hier sind so diese Sumpfbäume, so ein bisschen. Oh, und ich habe Angst vor den Büschen hier. Ja gut, hier kann ja überall was drin sitzen, ne? Genau, boah, 80 ist noch ziemlich krass. Ich lass mal nochmal aus. Aber wenn das mit dem Spinus nicht klappen sollte irgendwann, dann könnte man auch mal probieren, Kano zu spielen. Kano wäre auch eine Möglichkeit, ja. Arschloch-Kano halt. Arschloch-Kano, genau. Ja, weil die halt so schnell sind, ne? Das ist halt echt eine gute Mischung. Man kann gut zubeißen, das Vieh. Hört sich halt mega an. Richtig. Vom Sound her, also vom Volumen, ist finde ich den richtig nice. Hat zwar Kuppelarme, aber okay. Das ist egal. Gleichberechtigung für alle Dinos. Ja, ist ja so, ne? Klatsch mal in die Hände, Kano. Ist nett hier auf jeden Fall. Weil krass, wie schnell das so geht, ne? Diese Veränderung von der Map her. So, hast du noch letztes Mal drauf gespielt und dann auf einmal so. Ich bin auch der Meinung, die haben hier alles verändert, so, ne? Ja. Wo ist der Redwood? Aber so haben wir jedes Mal quasi eine neue Karte. Ist auch. Und ihr seid immer aktuell auf dem neuesten Stand. So. Mit Fresh dabei. Absolut. Boah. Ja. Entschuldigung. So. Sniffst. Sniffst du mir wieder am Hintern rum. Du alter Sniffer. Ja, und wie gesagt, der schwarze Streifen ist definitiv weg. Ja. Gut, haben sich drum gekümmert. Ich glaube, das hatten bei mir auch einige in den Kommentaren geschrieben, ne? Dass sie da tatsächlich auch diesen schwarzen Streifen hatten. Aber die Gesamtperformance auf der Karte ist auch gut geworden, finde ich. Okay. Ich bin jetzt hier mit Aufnahme und auf Cinematic 60 bis 70 FPS. Jetzt hier über 70. Das ist alles, was über 60 ist, in Ordnung. Bei so einem Spiel jetzt hier. Muss ja nur unbedingt nicht schnell reagieren hier. Ja. Das Auge kriegt das eh nicht richtig wahr. Genau, über 25 genau, für YouTube FPS. Ist halt für die 60 FPS Wiedergabe
60 FPS. Beziehungsweise wird das Video auch auf 60 FPS gedrückt. Oh. Was war das? Ein Hera. Das war ein Hera? Da ist er. Glaube ich. Ach komm ey, lohnt sich den nicht umzubringen? Mach ich auch nicht. Der ist noch so klein. Ich habe für den Bruchteil einer Sekunde, habe ich überlegt. Ja, ich auch. Aber, ich aber die Mühe letztendlich und die zwei Hapse, die wir davon haben, weil der eine Hera, der ja runtergefallen ist, da war ja mit zwei Hapsen war der weg. Das bringt's einfach nicht. Ihm ja auch nicht den Spaß verderben, ne? Er ist ja noch gerade erst mal dabei. Richtig. Deswegen. Bei mir ist das immer so, die kleinen Dinos. Nee, aber Maya ist schon okay. Weil Maya kann sich soweit wehren. Soweit, ne? Kann mir das Bein brechen. Er hätte mich am Anfang schon lahmlegen können. Als ich ihn das erste Mal gebissen hatte, hätte er mich schon außer Gefecht setzen können, indem er mir das Bein gebrochen hat. Und so ideal flüchten. Ja gut, dann wäre ich ja noch gekommen. Ich war ja auch aber, ne? Ich meine ja nur, weißt du? Genau. Das ist schon der Vorteil, wenn man dann zu zweit jagt. Der Hera verfolgt uns. Ja? Ja. Der ist jetzt hier vorne in den Büsche drin. Schlängelt da immer so hinter uns rum, da ist er wieder. Jetzt haut er ab. Er hat doch einen lässigen Gang drauf hier, ne? Ja. Er fühlt sich vielleicht ein bisschen sicherer, wenn zwei größere dabei sind, ne? Weiß er nicht. Ja, er kann ja hinter uns so rumschlingeln, aber ich wollte ihm ja nur mal, ne? Ja, ja. Hallo sagen. Hallo. Komm nicht zu nah, da hinten ist er jetzt. Sieht aber cool aus, auf jeden Fall, wenn sich so ein kleines Viech hier rumschlingelt. Naja, er hofft ja, dass er was abkriegt, ne? Wenn die großen was reißen, da ist er im Ozean bei den Haien ja auch immer Beifische. Na, die kleinen. Genau. Die einfach so klein sind, dass der Hai die einfach nicht frisst. Die ignoriert er, die schwimmen auch direkt beim Hai mit unter den Flossen und sowas zum Schutz. Aber die holen sich dann halt die Reste, die übrig bleiben. Mega interessant auf jeden Fall. Das, so kann ich mir das auch vorstellen. Jetzt wurde ich, rejected. Ich habe einen Group Invite gekriegt. Hm? Dass dann auch um die großen Dinos halt die kleinen Aasfresser rumgeschlingelt sind. Nein. Die meisten Groups im Wald sind einfach nur dazu da, dich zu finden, dich umzubringen und zu essen, wenn nicht. Also so war es früher, dass sich dann zum Beispiel, da konntest du ja auch noch Gruppen machen, wenn du Herbie warst mit Karnis, ne? Ging ja früher noch. Ja, stimmt. Und aber da war das halt so, zack. Oh, guck mal, lassen. Genau, wir wollen den Leuten aber hier mal nichts unterstellen. Wie gesagt, bis jetzt finde ich den Server fair. Ist okay. Weil auf allen anderen Servern, glaube ich, wären wir vorhin schon tot gewesen. Mindestens zweimal. Admins sind auch eigentlich immer präsent. Sind aktiv auch, ja. Das ist so in Ordnung. Ja, das scheint hier echt, da vorne ist Wasser. Das ist echt so eine kleine Sumpflandschaft hier. Was ist das für ein Spino, finde ich. Aber so eine richtige Sumpflandschaft... Fand ich auf der V3, die Sumpflandschaft, fand ich eigentlich cool. Die sah gut aus. Ja. Aber das war schön dicht auch alles. Schön zugewachsen und so. Da könnte man noch mehr in die Richtung gehen, finde ich. Dass es richtig, richtig Sumpf ist. Ja, aber bitte dann ohne die menschlichen Stege und Hütten. Genau. Und dass man dann mit dem Spino da durchs Wasser schwimmen kann. Wie so eine Schlange. Die waren da wahrscheinlich nur drinne, weil das später vielleicht für die Ureinwohner als Spawnpunkt dienen soll oder sowas, ne? Denke ich mal. Oder für die Kannibalen oder was weiß ich. Aber ich hoffe mal, dass manche Server, die dann Sachen ausstellen, dann bei den Dinos bleiben. Ja, denke ich auch. Genauso wie hier ja auf dem Server ist ja auch nur Hypo. Genau. Und ist ja das Schöne, dass die Leute das jetzt alles selber modden können. Die ganzen Server, die ganzen Karten, so hat man wenigstens noch. Wird man nicht gezwungen, mit Kannibalen und mit Menschen zu spielen. Und da wenn man keinen Bock drauf hat, ne? Dann siehst du nachher, irgendwann steht dann da No Humans, weißt du? Wahrscheinlich, ich denke mal. Ich denke mal, dass auch nicht so viele das ganz toll finden mit den Menschen. Weil irgendwann wird das nämlich mega Abfuck für die Menschen. Kann ich mir nur nicht mehr so vorstellen. Naja, wenn die irgendwo sitzen auf dem Hügel oben drauf und dich beballern die ganze Zeit. Ja, aber ist natürlich scheiße. Mal kriegen, ne? Stehst ja im Wald und wenn sie dich nicht sehen können. Und du musst ja halt die Waffen finden. Und wenn da so ein Raptor rumläuft. Wenn da sich Leute zusammenschließen. Ja. Das ist nicht geil mit dem Raptor. Glaube. So, als Raptoren-Park Menschen zu jagen?
Menschens. Dann geht es ja sogar schon ans Velo. Ja, stimmt. Der Jutta ist schon bald zu groß für die Menschen. Das ist schon unfair. Der Velo ist eigentlich so... Das könnte gemütlich werden, ja. In denen du so ins Gesicht springst und die abnagst. Komme ich auf jeden Fall auf den neuen Dino, der noch kommen soll. Ich hoffe mal, der kommt jetzt bald. Dieser eine Fleischfresser, ne? Genau. Auch so ein kleiner Jäger, glaube ich. Mega Bock drauf. Ich finde es immer geil, neue Fleischfresser, weil Pflanzenfresser sind jetzt viele auch schon da. Alter. Ja, finde ich auch, wir haben genug Pflanzenfresser. Was ich schade finde, dass sie den Sub T-Rex rausgenommen haben. Der ist raus? Den Juvi. Ich glaube, du bist jetzt sofort, kannst nur noch aus wie ein großer Tyrannosaurus, mehr nicht. Also es geht das ja auch nicht mehr beim Sandbox. Ist das raus? Siehst du das nicht beim Sandbox mehr? Beim Sandbox kannst du auch, glaube ich, nur noch den großen nehmen. Hab ich ganz ehrlich nicht drauf geachtet. Also wenn ihr davon irgendwas wisst, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ja, finde ich das sehr schade, weil das war... Weil wenn jetzt einfach, weißt du, läufst du mit Pimmels hier in der Gegend rum, setzt sie ins Gebüsch und bist dann sofort ein ausgewachsener Rexpex. Es sollte, das da finde ich wieder, es sollte von jedem Dino diese drei Stadien geben. Auf jeden Fall von den ganz großen Dinos, von den Giga und so. Das würde ich cool finden, ja. Vom Speed. Weil die ja nicht einfach nur bei dem UV-Rex und so, der war ja nicht einfach nur klein, also das normale Model geschrumpft, sondern weil er sah ja komplett anders aus. Das finde ich gut. Dass er noch nicht so einen kräftigen Kiefer hatte und alles anders aussah. Das finde ich halt bei diesem Growth-System so mistig, dass es einfach nur das Model und geschrumpft ist. Ist klein und dann bist du mit der Zeit einfach nur größer. Und ich glaube schon, dass die Dino-Babys anders ausgesehen haben, so. Ja. Logisch, ne? Also, ja, hat man ja gesehen beim Juvi, ne? Da war es ja, zack. So. Alter, wo gehen wir hier hin? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Nahrung ist okay. 3/4 habe ich noch. Ja, ja. Ist das ein Terrazino gewesen? Ja, irgendwas Kleines. Glaube ich. Das war ein Velo, ne? Ja. Wollte schon sagen. Mal gucken. Hier ist auch Wasser, noch schön. Irgendwas zu essen dann finden, aber ich denke, werden wir schon für dich noch. Wenn mal, die kleinen Dinos sollten sich auch nicht zu sicher fühlen, wenn sie jetzt bei uns hier mitlaufen und so, ne? Weil das ist der Hera noch. Ja. Oder war das ein Barry? Ah, das kann natürlich auch sein, Barry auch nichts, ja. So, manchmal ist das auch eine Notlösung. Auch wenn der Dino leider klein ist und es einem dann auch leid tut. Aber als Notlösung ist erstmal so ein Hera oder so auch okay. Also, finde ich. Ja, wenn es nicht mehr so geht, ne, mit der Nahrung. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich kurz vorm Exitus stehe, dann fresse ich natürlich alles, was ich. Okay, da gehe ich nicht hin. Was war das? Akro. Akro-Spieler sind leider die größten Corsa auf den Pangea-Servern. Die greifen echt alles an. Geht. Ja, und ob sie uns angreifen oder nicht, das sehen wir natürlich. Ich gehe nämlich jetzt mal hier schön in die Posi rein. So. Abtauchen. Ja. Das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da, guckt mal Chris vorbei. Das war ja Martin und der Chris. Tschüss. Bis dahin. Tschüssi.